Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier zu Bounty of One. Und wir gehen zuerst in den Schwarzmarkt rein, weil wir haben 39 Münzen, das heißt, wir können uns erhöht Chance, Wahlmöglichkeiten zu generieren. Boom. Ganz ehrlich, was ist, wenn ich hier runtergehe? Kriege ich die 200 irgendwie zusammen? Doppelte Münzen. Ich will wissen, was das ist, so weißt du. Da, nee, da kommen wir noch nicht hin, ne? Na gut, dann lassen wir das erstmal so. Okay. Oder können wir hier noch was wegnehmen? Ah, wir wollen gar nichts wegnehmen. Aber das ist bestimmt gut. So, was ist mein Plan? Mein Plan ist auf jeden Fall. Ich glaube. Das ist nur doppelt Leben. Was heißt doppelt Leben? Mehr Stärke, die wir brauchen, ne? Also ich möchte schon echt gerne den 30er schaffen. Was ist, wenn ich hier reingehe und dafür da weg und da wieder einen rein? Schon hart, ne? Weniger Leben. Aber weniger Leben, wir kriegen aber auch weniger Schaden. Was hältst du denn davon? Wir kriegen einen Schaden weniger, kriegen aber auch weniger zum Heilen. Wir versuchen das mal. Wir versuchen mal diese Option. Na, so. Was ist das? X? Okay, geht. Ah, ich glaube, das bedeutet die Kiste. Wegen dieser Anfangskiste, glaube ich, heißt das, oder? Okay, wen haben wir? Wir haben wieder unseren. Ja. Okay, sehr interessant. Den haben wir es ja schon mal geschafft. Ja, dann gehen wir. Auf Damage erstmal. Bam. Abklingzeit verringern, warum nicht? Können wir schneller und mehr die Dinger werfen? Ich meine, das ist mit Olin, ne? Habe ich es ja schon mal geschafft, den 25er. Wenn wir mit dem jetzt den 30er schaffen, ist auch schon nice. Damage. Und wenn wir jetzt getroffen werden, sind es ja auch nur noch 2 Schaden statt 3. Das war ja eigentlich immer ab Boom Level. War ja eigentlich üblich immer ab Boom Level 18, dass man ja immer 3 Schaden kriegt. Haben wir ja auch eigentlich oft geschafft. Der Kaktus, der haut aber auch schon rein, ne? Ich gehe mal komplett auf Reduktion. Aber dann brauchen wir auch Sachen mit Reduktion, ne? Bin jetzt bei 9, also die Hälfte nur noch. Und Damage natürlich. 100 schon. Da muss man auch immer gut reingehen. So, immer schön hier so, boom, Arschet. Ich hab Ruhe. Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Mayday. Mayday. Scheiße, jetzt prallt er ja auch immer einmal ab, ne? Das ist auch irgendwie doof. Scheiße. Ich nehme ein Leben, damit ich überlebe. Scheiße. Ich glaube, mit dem darf man das gar nicht so machen, mit diesen Abprallen, sonst hast du echt verloren. Ah, gut, den haben wir.
wenn du springst, erhältst du, was ist das? Für jeden Projektilsprung wird ein Steppenläufer beschworen, der vom Bildschirmrahmen abprallt und Gegner bei Berührung Schaden zufügt. Erhalte einen Projektilsprung. Sammle Münzen auf dem Bildschirm ein, wenn du Schaden nimmst. Was? Das hier oder was? Das ist ein Projektilsprung? Seit wann nennt man das Projektilsprung? Ah! Erstmal hier nachts rumschreien. Okay, nützt ja nichts, müssen wir nochmal versuchen. Bamba, in die Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. Und rein da. Jetzt. Puff. Ah, sehr schneller. Das ist gut. Aber so schnell, viel schneller ist das gar nicht, ne? Bam, 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 bam. Hat er von Anfang. Ne. Was ist, wenn ich mit ihnen jetzt zum Beispiel den Dingsen kriege? Den Automaten. Das Geschützturm. Der müsste doch eigentlich auch so ein Ding hier abwerfen, ne? So, 61%, aber... Ist okay. Vorhin waren wir 49. Da kommt ja gleich noch einer. Dann erstmal den hier. Bam, 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 bam. Und puff. Durchdringung ist viel wichtiger. Ah, dann durchdringen wir aber den ersten Gegner. Aber ist egal. In der Regel ist ja dahinter einer noch. Dann. Zwei Leben. Why not? Puff. Boom. Puff. Hup. Gib her. Schüsse mit Durchschuss fliegen jetzt automatisch. Puff. 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 Jetzt. Jetzt kann er auch eigentlich von mir aus Dingsen haben, ne? Abpraller, oder? Hier. Nimm ihn. Jetzt. Hier. Da. Jawohl. Ich sehe das ja da oben rechts. Links. Wenn du stillstehst, werden mit jedem Schuss zwei Messer aufgeladen. Aber dein Angriff wird reduziert. Sobald du dich bewegst, fliegen die Messer los. Heile dich. Wir nehmen das mit den Heilen. Boom, boom. Zweimal mehr springen bedeutet zweimal mehr heilen. Puff. Oh, alle weggeworfen. Ah, jetzt ist easy. Jetzt haben wir gewonnen. Wir haben gewonnen. Spiel durch. Ja, such dein Ziel. Ah, such Raketen. Sehr gut. Und selbst wenn ich mal getroffen werden sollte, kann ich einfach fünfmal mich heilen. Jetzt bin ich, hab ich mich umsonst geheilt. Ja, komm. Da kommen ganz viele Dinge. Hup, hup. Oh shit. Einfach wieder heilen. Gar kein Problem. Habe ich schon mal erzählt, dass ich mich rasieren muss? Sieht aus wie der letzte Honk. Ich sehe aus wie so ein Horst, oder? So ein Horst.
Hey Horst. Was geht? Direkt wieder heilen. Let's go! Auch mit einem Schnurrbart, ne? Richtig so ein. Komm, Muschi lecken. Mehr Quiet. Quiet Meat. Bisschen mehr Stärke wieder. 100 machen wir jetzt direkt. Ich glaube, es vereinfacht schon vieles, wenn man nur 2 Schaden kriegt, oder? Schutzschild. Sehr gut. Macht natürlich am meisten Sinn, wenn man eigentlich 3 Schaden kriegt. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Er wandelt sich die nicht mehr. Wahlmöglichkeit jetzt. Tschü. Na komm, aber bleiben wir mal bei Schnelligkeit. Okay, Ablenkzeit 46%. So, kann er sterben, bevor der Boss kommt? So, was haben wir da? Deine Schüsse springen 2-mal mehr. Projektile springen jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Wenn du einen Sprung wiederherstellst, spricht deine Energie aus und verursacht. Du erhältst eine Aura. Wenn du stehen bleibst. Magnet finde ich schon cool. Oh, Doppelkiste! Wenn du Schaden nimmst, eine Explosion. Wenn du springst, kommt dieser Steppenläufer. Ja, ganz ehrlich, das kann eigentlich alles weg. Kommt nie wieder. Du schießt auch hinter dir. Direkt doppel. Doppel. Ja, schön. Ja, ja, ja. Okay, 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 okay. Also allein. Aua. Aua. Das ist jetzt doppelt ist. Aua, stärker. Bam, bam, Kann ich jetzt nicht übertreiben, ey. Dam, 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 bam, 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 bam. Okay, und weiter. Ich bin erst bei 20, nehmen wir ein bisschen mehr. Jetzt brauche ich noch diesen Dreier am besten. Wie stark bin ich eigentlich? 130. Okay, da geht noch was. Aber schnell bin ich. Oder? 2,8. Erstmal heilen. Vielleicht, vielleicht den Sprung. Also eigentlich müsste ich auch ein bisschen auf Sprünge gehen. Weil ich mich dadurch halt auch heile. Ne? Wenn ich 10 mal springen kann, kann ich mich um 10 heilen. Würde man auch nicht vergessen, ne? Wenn du dich 2 Meter bewegst, wird dein nächster Schuss mit 2 Projektilen mehr geladen. Ah, fühle ich jetzt nicht. Bevor du springst, erleide 1 Schaden, aber erhalte dauerhaft 5 Grundschaden.
Hat keine Wirkung, wenn du nur noch ein Herz hast. Hat auch kein Cap. War da nicht mal gecapped? Wenn ich springe, kriege ich einen Schaden, heile mich aber auch um einen. Und dann werde ich immer stärker. Ich würfe mal neu. Schieße viermal schneller, aber weniger Schaden. Oder alle 30 Schüsse ist dein nächster Schuss langsam, riesig und verursacht dreimal mehr Damage. Ich nehme das, komm. Ja! Erzähl mir nichts, als ob das nicht gereicht hätte. Was ist mit meinem Damage los? Alter. Okay, ich mache einfach gar keinen Schaden mehr. Ja, okay, machst du nichts. Ah, da machst du nichts. ich hoffe, ich habe das nicht verkackt. Aber für Bosse ist das natürlich eigentlich gut. Ne? Ich mache ja eigentlich dann ein bisschen. Ich mache ja ein bisschen Plus, weil ich ja viermal schneller hau, aber nur dreimal weniger Schaden mache. Ich brauche halt Damage schon wieder zurück, ne? Scheiße. Habe ich das verkackt? Oh, ich hoffe nicht. Aber das hört sich so gut an. Komm schon. Ich war richtig schnell. Wenn ich jetzt die Rakete kriegen würde, dann wäre natürlich mega gut, ne? Alle 30 Schüsse. Ich muss wenigstens eintönen, dann kriege ich ja Magnet. Ja, ein bisschen Leben brauche ich auch. Alter, ich habe die Bosse nicht mal ansatzweise tot. Shit. Oh, sag nicht, ich hab's jetzt verkackt. Die halbe Nacht ist schon rum und ich hab die nicht mal angekratzt. Scheiße, hör doch auf. Ach, hör doch auf. Scheiße. Ich sollte doch eigentlich Gewinn machen. Versuch. Scheiße, ist die 30 zu stark? Ah! Ich hab's verkackt mit meinen Dings, ne? Jeder Sprung verursacht Flächenschaden. Ey. Für jeden aufgeladenen Sprung erhältst du 5% Crit. Erhöht deinen Schaden, aber verlangsamt deine Projektile. Erhalte Angriffstempo, wenn du keinen Schaden nimmst. So, der Apfel muss voll. Der Apfel muss voll. Huh.
Oh, wie konnte ich das denn so verkacken? Wie? Also natürlich, da hatte halt der Damage gefehlt, aber ich habe doch so schnell zugeschlagen. Das habe ich richtig verkackt, ne? Ja, komm, das ist lila. Bisschen mehr Crit-Schaden. Oh, jetzt was Gutes. Ziele immer auf den Hilfs-Sheriff. Ich meine, so ist das ja eigentlich mega gut, ne? Und erhöhe langsam deinen Schaden und Angriffstempo, bis er besiegt ist. Ja, let's go. Kann aber auch schon wieder ein Nachteil. Bestimmt auch wieder so ein Nachteil. Und 1,5-fach. Also doppelt dann, oder was? Oder kriege ich nur die Hälfte oben drauf? Nee, nur die Hälfte oben drauf, sonst wäre ja mal 2, ne? Ja, nehmen wir das. Solange ich keinen Schaden kriege, also der eine Apfel ist schon mal voll. Bum, bum. Ach ja! Wir greifen ja nur ihn an. Stimmt ja. Fast vergessen. So, was haben wir denn? Magnet, sehr gut. Wollen wir einen Hilfs-Sheriff töten? Ausweichen. So, gleich ist unser Apfel das zweite Mal voll. Dann haben wir maximal. Maximal. Ich habe noch keinen Durchschuss und nichts, ne? So, Apfel ist wieder voll. Durchschuss, juhu. Wie war das mit dem Apfel? Erhalte 10% alle 120 Sekunden. Also müsste ich ja eigentlich jetzt 30% haben. Nee, 20. Okay, nächster Sheriff ist da. Shit, ich habe Schaden gekriegt. Aber jetzt wird der ja wieder ordentlich penetriert, ne? Boom, boom, boom. Brauch ein bisschen Geschwindigkeit. Und tot. Ah, dieses auf Sheriff zählen ist auch schon gut, ne? Alte 4 für Kisten. Sammle Münzen brauchen wir nicht. Nehmen wir Projektile. Doppel. Einem Crit. Dreifach. Drei Kisten gekriegt. Holy. Hier nehmen wir ein bisschen Damage. Alter, drei Kisten ist ja mega gut. Weißt du, was richtig geil wäre? Wenn man mal so viel Glück hat, dass man irgendwie gefühlt alle Fähigkeiten hat. Alle. Aber so viele. Ja, im Endlosmodus vielleicht. Ah, shit. Oh ne, wenn ich jetzt sterbe, ne? Hör auf, tu nicht diesen, mach nicht diesen. Ich brauch Leben. Ich brauch Leben. 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 Kein Leben. Kein Leben.
Gib mir Leben. Shit. Oh, wenn ich jetzt sterbe, dann... Nee. Okay, der könnte vielleicht noch ein bisschen retten. Da unten ist ein Herz. Schnell angreifen. Schnell das Herz einsammeln. Großer Hilf, Sheriff. Er wird ja eigentlich... Er wird ja normalerweise gefokust. Oh, wir haben ihn. Oh, für jeden aufgeladenen Sprung erhältst du Crit. Ich mach mal neu. Wenn du Schaden nimmst, wird deine Angriffsgeschwindigkeit verdreifacht. Laufen wir mal neu. Ich nehme mal die Schilde. Und dann noch eine Kiste. Nach jedem Sprung 5 Messer. Noch eine Kiste. Ne, Level. Oh shit, ach nö, hör doch auf. Ach nö, hör doch auf. Oh nee, geh weg. Oh shit. Oh shit. Mehr Schaden, ja, schön. Wieder zurück. Hallo, Leben vielleicht? Kein Leben. Kein Leben. Ich meine, er heilt mich ja gleich, aber oh, scheiße, ey, dass ich hier aber auch wirklich wieder auf der engsten... Geh tot. Stopp, 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 stopp. Ah, Junge. Geheilt worden. Oh, schwitz. Wenn du stillstehst. Ja, ich nehme lieber das Schild. Ich nehme das Schild. Ja, ich nehme das Schild. So, okay. Dun, 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 dun. Okay. Also die sind auf jeden Fall wieder stark. Ich brauche Schaden. Ich nehme Schaden, weil ich Schaden brauche. Bam, 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 bam. Okay, haben wir mal wieder ein... Einfach... Okay, ich hab Schild, Schild. Oh, shit, ich wurde getroffen. Okay, jetzt fokussen wir wieder. Schön. Und werden stärker und stärker. Tschum, tschum, tschum. Okay, nur ein Tschum. Ah! Pass auf, Budi. Budi, pass auf. Stärker. Aber. Also, wir greifen. Hä? Greifen wir nur ihn an? Komm, mach tot jetzt. Da kommt der nächste. Okay, wir haben es aber geschafft.
Wenn du Schaden nimmst, eine Explosion. Ja, brauchen wir alle. Wenn wir weiter weg. Aber. Oh, ich weiß nicht. Nicht, dass ich mich wieder. Oh, nicht, dass ich es wieder verkacke. Ich brauche ein bisschen mehr Laufgeschwindigkeit. Wenn du Schaden nimmst, gibt's Explosion. Von jedem Sprung brauchen wir nicht. Wenn du keine Sprünge mehr hast, läufst du schneller. Erhalte 2%, wenn du Sachen aufsammelst. Ach, neu. Erhalte 30% mehr Schaden. Aber wir werden langsamer. Alte 4 Würfel für Upgrade. Ich meine, ich habe ja eigentlich genug Angriffsgeschwindigkeit, oder? Oh shit. Habe ich schon wieder verkackt? Habe ich verkackt? Ich habe verkackt, ne? Ich habe verkackt, oder? Da war mein Schutz schon gerade wieder da, wa? Ey, ich hab richtig verkackt. Okay, der 30er ist vielleicht ein bisschen zu schwer. Vielleicht versuchen wir erstmal die 25er. Wir versuchen erstmal die 25er. Und dann versuchen wir erstmal jeden Charakter auf 25 und dann gehen wir hoch auf 30. Ich denke mal, in 5er Schritten sind diese Epleme hier. Wir brauchen auch viel mehr Münzen. Damit wir hier höher kommen. Zum Beispiel hier gesegneter Ring. Haben einen sehr bei einem Level. Was sind mystische Upgrades so, weißt du? Was sind das, ne? Und hier kann man ja sehr gut sehen. Ne? 10 und 25. Also wir versuchen erstmal die 25er und dann versuchen wir die 30er. Nächstes Mal gibt's eine Kiste. Wir sehen uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Adieu.